In einem emotionalen Post lässt Anna Heiser ihren Gefühlen freien Lauf. In einem Instagram-Post schreibt der Bauer sucht Frau starr über die Anfangsschwierigkeiten mit ihrem späteren Ehemann Gerald. Anna und Gerald Heiser gehören wohl zu den beliebtesten Paaren, die sich bei Bauer sucht Frau gesucht und gefunden haben. Seit ihrer Teilnahme an der RTL-Kuppelshow hat Anna ein turbulentes Leben hinter sich. Sie hat geheiratet, ist weit weg von ihrer Familie nach Namibia gezogen und hat zwei Kinder bekommen. Heute scheint die 33-Jährige angekommen zu sein, doch die Zeiten waren nicht immer so rosig. Wer der gebürtigen Polin auf Instagram folgt, weiß das. Denn Anna nimmt kein Blatt vor den Mund und teilt die Höhen und Tiefen des gemeinsamen Lebens in ihrer neuen Heimat Afrika. So erzählt sie zum Beispiel, dass sie die Erlaubnis ihres Mannes Gerald braucht, um mit ihren Kindern verreisen zu dürfen, oder welche Tiere ihr in Namibia am meisten Angst machen. Das Leben in Namibia ist also gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. In einem Post auf Instagram erzählt sie von ihren Zweifeln und wie sie mehrmals das Handtuch werfen wollte. Hatte Angst vor der Zukunft, Bauer sucht Frau, Star Anna Heiser wollte mehrmals das Handtuch werfen. Das Jahr zwischen unserem Kennenlernen und der Hochzeit war sehr turbulent. Wir wurden durch die Strömung der Geschehnisse getrieben, große Gefühle, schnelle Verlobung, heimliche Hochzeit 5 Monate nach dem Kennenlernen, Geralds Krankheit, Liebe auf Entfernung, Umzug an das andere Ende der Welt, 2 weitere Hochzeiten und das Ganze in Begleitung von Kameras, schreibt Bauer sucht Frau Star Anna Heiser in einem Post auf Instagram. Anna berichtet in ihrem Post von großen Zweifeln, vor allem nach der polnischen Trauung. Am Morgen nach unserer polnischen Trauung saß ich mit meiner Mama völlig überwältigt auf der Terrasse und habe geweint. Erst dann haben mich meine Gefühle und all die Geschehnisse erwischt. Ich hatte Angst davor, ob es die richtige Entscheidung gewesen ist, alles hinter mir zu lassen. Ich hatte Angst vor der Zukunft. Kein Wunder, schließlich stand sie kurz davor, das Land zu verlassen und mit einem Mann, den sie erst kürzlich kennengelernt hatte, ein neues Leben in Namibia zu beginnen. Denn Fakt ist, es hätte auch schief gehen können. Ungewissheit und finanzielle Abhängigkeit machten Anna Heiser zu schaffen. Nicht nur die Angst vor der Zukunft machte der ehemaligen Bauer sucht Frau Teilnehmerin zu schaffen. Auch die finanzielle Abhängigkeit von einem Mann machte Anna zu schaffen. Die finanzielle Abhängigkeit von einem Mann hat mich auch fertig gemacht, erklärt Anna auf Instagram weiter. Schließlich hatte sie in Deutschland einen Vollzeitjob und arbeitete seit ihrem 16. Lebensjahr. Doch trotz der Angst vor einer ungewissen Zukunft hat sich der Bauer sucht Frau starr durchgebissen und ist heute froh über seine Entscheidung. Ich habe mich mit der Zeit finanziell unabhängig gemacht, habe eigenen Freundeskreis aufgebaut und fühle mich hier, in Namibia, zu Hause. Obwohl der Anfang holprig war, war es richtig, auf das Bauchgefühl zu hören. Denn wir haben alles, was wir uns gewünscht haben. Wir haben uns und unsere kleine Familie.